So, und es geht direkt weiter. Worauf schießen die auf mich? Frechheit. So, da ist noch was zum Aufsammeln. Aber das hilft mir hier nicht weiter. Ich muss einen anderen Eingang also finden. Alter, was geht da ab? Alter, der wird fett gefressen. Heilige Scheiße, egal. Gib mir die Zeit, hier ein bisschen rumzucrouchen. Okay, geht mich nichts an. Ich muss da oben rein. Und hier ist ein Eingang. Das passt mir gar nicht. Kochreis. Was auch immer das heißt, aber es klingt geil. Folgen mir die anderen Ratten jetzt? Nee, ein Glück. So. Hat zwar Mana gekostet, aber... Go away, he doesn't live here anymore. So. Jerry. Was auch immer das heißt. Ein Knochenartefakt. Ja, das können wir überspringen. Kennen wir ja schon. Das Buch hatte ich auch schon. Tja, dann halt fühlen. Ne? Bam, voll in die Fresse. Jetzt bleib liegen, Bitch. So, hier hatte ich ja so einen geilen Abgang gemacht direkt. Deswegen jetzt einen etwas anderen Weg. Ich denke, ich werde wieder den einen Weg da durch das Gebäude hier nehmen. Ist ja am einfachsten letztendlich. Warm, ohne das Wasser zu berühren. Ja. Und zack, sind wir oben. Oh. Na los, jetzt geh ich schon weg. Na? Alter, wie lange bleibt der denn noch da? Was soll denn das? Hallo? Kumpel? Arschloch, ey. Mach da doch mit Absicht jetzt. Ich würde ja jetzt was ausprobieren, aber ich bin mir sicher, dass ich dann sterben werde. Na, also geht doch. Danke, Bob, ey. Zum Trottel. Sokolovs Elixier. Noch ein Hoch war das. Hammer fett, wie wir sprinten können und man nichts hört. Richtig geil. So, Plünderung kann beginnen. Nicht? Was macht er da? Gar nichts. Noch ein Knochenartefakt. Nice. Hatte ich zwar schon, aber ich will mal ganz kurz gerade Kräfte hier. Blutdurst könnte ich skillen.
baut Adrenalin auf und ermöglicht dann tödliche Nahkampfschläge. Ich glaube, das mache ich einfach mal. Diese Kraft ermöglicht es, die Adrenalin aufzubauen, indem du Angriffe blockst, Gegner ausschaltest und Nahkampfschaden verursachst. Wenn dein Adrenalinvorrat maximiert ist, bewege dich an einen Gegner heran und drücke Steuerung links und linke Maustaste, um einen tödlichen Angriff auszuführen. In der zweiten Stufe drückst du zweimal linke Maustaste und hältst Steuerung für einen doppelten Adrenalinangriff, durch den du mehrere Gegner auf einmal ausschalten kannst. Währenddessen kannst du dich frei bewegen und umschauen, um deine Ziele anzuvisieren. Geil. So, Adrenalin wird wo angezeigt jetzt? Am Arsch. Genau. Hier raus. Ne, wo lang war das denn noch gleich? Ach ja, und hier genau wieder rein gleich. Njam, njam, njam. So, den Schlüssel haben wir auch. Zack. Lord Shaw, dem sollen wir die Nachricht zukommen lassen, ne? Was wohl passiert, wenn ich auf so ein Ding schieße? Klasse, ein Geniestreich. Ein Geniestreich von mir. Moah. Scheiße. Nee, wird nichts. Falle ich jetzt hier auf oder nicht? Spiel speichern. So, und ich weiß schon wieder nicht, wie lange ich jetzt bisher das Ganze gemacht habe. Alles klar, geben wir ihm mal die Notiz. Ich hätte mir natürlich auch durchlesen können, was da drin steht. Was hat er mir zu sagen? Pendleton ist ein feiger, lügender Drecksack. Ich hoffe, er bezahlt sie gut. Kann ich den bestehlen? Geil. Es ist verdammt kalt heute Abend. Beeilung. Schauen wir, was sie können. Lord Pendletons Vertreter wird seine Waffe wählen. Wir werden heute Zeuge eines Ehrenduells. Dieser anonyme Ehrenmann tritt stellvertretend für den Herausforderer Lord Trevor Pendleton gegen den herausgeforderten Lord Shaw an. Ach so, jetzt darf ich ein Duell für ihn machen. Positionen gehen und sich so lange nicht ansehen, bis ich bis drei gezählt habe. Danach drehen sie sich um und schießen. Ich töte diesen Narren und dann können wir alle wieder reingehen. Ich futter noch was. Wir fahren fort. Ich schummel. Halt. Bleiben Sie da stehen. Ja. 3, 2, 1. Wo ist die Pistole? Da ist die Pistole. Tja, das war schon geil, ne? Tja, dem habe ich fett eine Kugel gegeben. Ah, jetzt hätte ich ihn. Und das ist noch ein toter Gast. Was machen wir jetzt? Es ist doch gut, dass wir gefragt sind. Ich hörte, dass die Estermonts sehr gut zahlen. Fragen wir heute besser nicht. Vielleicht finden wir ja irgendwo etwas Brandy. Die Boyles können... Geil. Ja, so kann man die natürlich auch umbringen. Aber jetzt geht's erstmal daran, Lady Boyle zu erledigen.
in den Ballsaal des Beul-Anwesens gehen. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Dann sind wir drin und ich weiß nicht, wie das ist jetzt. Ich bin total aus der Zeit raus, deswegen werde ich jetzt gleich einfach einen Cut machen und von dort aus dann wieder einzelne Folgen aufnehmen. Und das bis dahin muss ich dann einfach sehen, wie ich das schneide. Gibt es vielleicht eine kürzere, eine längere Folge, wie auch immer, ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls werde ich jetzt unterbrechen und dann bis gleich. Ciao.